Hallo, Servus und Grüße miteinander. Herzlich willkommen hier bei eurem Zitronenarzt. Heute machen wir ein weiteres Let's Play und zwar heute mit John Wick Chronicles, gleichnamig wie dieser aktuelle Kinofilm, der momentan draußen ist. Nur das Spiel spiele ich heute mal nicht alleine. Ich habe noch meinen Freund mitgebracht. Marco, komm mal her. Hallo zusammen. Marco wird mich heute tatkräftig unterstützen beim Spielen, damit mir hier nicht ganz so langweilig wird. Und ich würde sagen, ich lege erstmal los und wir wechseln uns nachher ein bisschen ab. So, wir haben ein bisschen wenig Zeit, darum habe ich vorhin nicht allzu viel über das Spiel verloren. Aber ich kann euch sagen, cool ist schon mal, das komplette Spiel ist auf Deutsch. Und zwar nicht nur deutsch untertitelt, nein, es ist deutsch synchronisiert. Und das finde ich mal richtig cool, weil gut, ich kann ein bisschen Englisch, aber ihr wisst das selber, wenn ich irgendwelche Texte für euch vorlesen muss, nee, das klingt beschissen, da halte ich mich raus. Für heute für mich sehr entspannt, weil alles auf Deutsch ist. Wie auch dieser Text, willkommen im Hotel Continental, rufen Sie den Concierge herbei. Concierge, siehst du, da fängt es schon an, Französisch. Ja? So, Marco, lach nicht. Schön, dass Sie das Continental wieder besuchen. Ja, da bin ich nicht zum ersten Mal da, ne? Ihr seht, ich bin in einer Hotellobby und die sieht richtig schön aus. Die sieht richtig schön aus. Ich werde die Aktentasche öffnen, sobald ich mit meiner Begeisterung über dieses Level, wenn ich das abgeschlossen habe. Hier wunderbar, Kofferwagen, da hinten ein kleines Feuer in der Wand drin, die ganzen Stühle, eine hohe Decke, das sieht richtig, richtig schön aus. Also, der gute Herr hier ist ein bisschen ungeduldig, der möchte, dass ich hier diese Aktentasche öffne. Ach, da sind ja Euro drin. Boah, die nehmen wir gerne mit, oder? Marco, willst du auch ein Bündel? Guck mal hier. Ich will die Dollar. Fang doch mal. Oh, guck mal, da ist ein Headset drin. Ohrstück aktiviert. Was? Schön, dass Sie wieder da sind, Mr. Wick. Ja, ich bin wieder da. Und wer bist du, gute Dame? Ich habe ja den Film nicht gesehen. Ich habe auch den ersten Teil nicht gesehen. Es muss einen ersten Teil geben. Ist an mir vorbeigezogen. Mal gucken. Was will er? Legen Sie eine Goldmünze hin. Ja, sag mal, verdienst du so dein Geld? Ja, klar. Da ist auch schon so ein Abdruck. Da legt jeder seine Goldmünze hin. Bitte nutzen Sie unseren Übungsraum, Mr. Wick, während wir uns... Der arbeitet einen eigenen Sock. Würde ich auch meinen. Übungsraum. Aufzug mit dem Touchscreen zu Ihrer Linken. Wo ist denn der Aufzug? Den musst du holen, auf dem Touchscreen. Ach, herrje. Ach, der kommt aus dem Boden. Das ist schön gemacht, gefällt mir. Alles im Roomscale-Format. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Tschüss! Ja, ja, der wird ganz angenehm werden. Da seid ihr. Willkommen in der Übungsanlage. Bitte seien Sie im weiteren Verlauf vorsichtig. Oh, ich bin einmal durch das Schild durchgelaufen. Ich befinde mich in einer U-Bahn-Station. Und das System will was von mir. Ach, ich soll die Waffel ziehen. Senken Sie die Waffe auf Hüfthöhe, um nachzuladen. Ach, auf Hüfthöhe. Also wie jetzt? So, zack. Ja, und dann nachladen. Zack. Shoot to start. Und jetzt? Ach, herrje, da geht ein Countdown runter. Eins. Fangen Sie an. Mit was? Auf der rechten Seite. Ach, herrje. Schießen Sie auf die blinkenden grünen Lichter. Ach, auf die blinken? Wo hat denn da was geblinkt? Marco, hast du was blinken sehen? Nee, aber du kannst ja alle spielen. Ich schieße einfach mal. Gewisse haben blinkende grüne Köpfe. Oder Zeuge. Ach, die grünen darf ich nicht abschießen, ne? Ach, die grünen auch. Alle. Aber du sollst explizit auf die grünen ziehen. Nein, ich meine, da gab es gerade ein grünes Pappmännchen. Ach so, die grünen Pappmännchen, ne? Das sind Zivilisten, oder? Das sind Zivilisten, genau. Ich habe nämlich nicht zugehört. Und Geiseln. Geiseln? Ja. Rechts von Ihnen,
Rechts von mir. Sag mal. Ach, das war eine Geißel. Das gibt Punktabzug. Ducken. Warum muss ich mich ducken? Ach, herrje, an der Decke. Das ist aber nicht nett. Achtung. Aber hallo, du. Ach, ja, ja, ist gut. Du bist Ziel, ja, aber hier, jetzt wird aber... Ja, du bist fies, hä? Ja, den habe ich aber schön im Kopf erwischt. Zu meiner Rechten? Nee, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, da hat die Geisel auch den Kopf verloren, oder? Na! Ach so, die Gegner mit dem grünen Punkt kannst du nur erledigen, wenn du auf die grünen Punkt ziehst. Also, Fuß, 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 Kopf, 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 nochmal Kopf und nochmal. Da war ein Herzschuss, mittendurch. Bam, 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 bam. Da muss man auch ganz schön schnell sein hier. Ducken, schon wieder. Warte noch, bis die Granate kommt. Ich verliere hier gleich die Hose. Das kommt auf YouTube nicht so gut, wenn ich hier... Ah! Du, pass auf, was du sagst, sonst bekomme ich noch eine Zensur, ne? Auf der linken Seite. Waffen funktionieren normalerweise besser, wenn man Munition verwendet. Ja, Klugscheißer. Guck mal. Aber das Ziel mit der Waffe ist wirklich nicht ganz so einfach. Fühlt sich nicht ganz so toll an wie bei anderen Spielen, habe ich das Gefühl, Marco. Also ich habe Spiele, da konnte ich besser zielen. Okay. Ja. Ich erinnere mich an das Spiel mit Wilden Westen. Da war das Spiel wirklich einfach. Sie können eine Granate fangen und so umwerfen. Ha! Sag mal, wo? Wo? Ah. Das spielt man am besten im Knien, das Spiel, oder? Genau. Richtiges Stressspiel hier. Aber es sieht so cool aus. Das siehst du, aber dann... Bam, 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 bam. Ich hätte gern zwei Waffen. Ich will zwei Waffeln. Waffeln? Waffeln. Teller? Ja, mit Puderzucker drüber. Hinter mir! Du, das sind falsche Angaben. Sag mal, das ist nicht hinter mir. Nee, das war irgendwo... Das war eigentlich links vor mir. Ja. Aber du, ich hab's ja verstanden. Ich hab wirklich verstanden, wie es funktioniert. Simulation. Nächstes Level. Ihr Zimmer ist jetzt bereit, Mr. Wick. Wenn Sie wünschen, können Sie den Übungsraum verlassen und sich in Ihre Suite begeben. Ich darf in meine Suite. Hey, ich will duschen gehen. Ach so. Ich habe mich jetzt erstmal hier verausgabt. Was muss ich denn jetzt machen? Pistole des nächsten Levels freigeschaltet. Ah. Ach so, du musst dich hocharbeiten. Ja, aber was muss ich jetzt machen? Dreh dich mal um. Muss ich irgendwo wieder drauf schießen? Also nochmal lesen. Also, die Simulation ist komplett. Ach, da kann ich schon mal rumdrücken. Ausfahrtausbildung. Ist das ein Übersetzungsfehler? Ich nehme es an. Ich will die Waffe wechseln. Nö, kann ich auch nicht. Ausfahrtausbildung. Ihre Suite ist fertig. Also gut, komm. Das braucht man ja alles hier nicht. Kann ich ja bedienen. Ach, sag mal, fährt mir hier der Aufzug die Schulter ab. Da liegt Zeug auf dem Boden vom Aufzug. So Kabel liegen da rum. Ja, So, ich glaube, du bist gleich mal dran, Marco, ne? Also das wird, nein, Moment, die Suite gehört mir. Du kannst gleich die Kampf,
Szenen machen. Guck mal, kennst du drei Engel für Charlie? Siehst du das hier? Das, gesehen, früher. Ja, da, die haben auch immer so einen Lautsprecher gehabt, über die haben sie Kontakt zu ihrem Auftraggeber gehabt. Also erstmal gucken. Meine Suite hat ein richtig schönes Waffenarsenal. Siehst du das? Waffe, Waffe, Waffel, Waffel. Und da liegt noch ein Brief. Hey, kann ich mich teleportieren? Ich glaube, in diesem Spiel kann man sich nicht groß bewegen. Also, aber ich habe auch noch kein Tutorial gehabt. Ich kann einfach in diesem Room-Scale-Bereich. Welchen Knopf? Ja, klar, den drücke ich. Mr. Wick, hier spricht Ihr Kontakt. Ich gehe davon aus, dass Sie die Zigarrenkiste geöffnet haben und Ihnen die Aufgabe bekannt ist. Ach ja? Die Zielperson finden Sie im Parkhaus auf der anderen Seite der Stadt. Sie wissen, wohin Sie müssen und was Sie zu tun haben. Viel Glück. Ihre Unterstützung, um die Situation zu bereinigen. Also, die war ja schon offen, als ich kam, oder? Was ist denn das da unten? Eine Clownsmaske, rotes Licht. Sie den Aufzug. Der Knopf befindet sich unter dem Schreibtisch. Ach, das ist ein Knopf für einen Aufzug. Okay. Ach, sieh einer an. Da ist er. Der Aufzug wartet. Der guckt aber böse, du. Guck dir den mal an, du. Ja. Ist auch schön. Gefällt mir. Da drunter. Wie heißt der? Ui. Hey, ich kann das wieder fangen. Hast du gesehen? Rufen Sie den Aufzug. Der Knopf befindet sich unter dem Schreibtisch. Darf ich das mitnehmen? Nehmt mit. Ich kann nicht. Also, ich probiere es mal. Nee, Moment. Du bist dran. Komm. Der Aufzug wartet. Der Aufzug wartet. Ich neige dazu, die Controller hier abzulegen. Das Spiel sieht wirklich so schön aus. Ich möchte die Controller hier ablegen, weil es einfach so realistisch aussieht. Aber jetzt machen wir mal schnell einen kleinen Break. Viel Glück. Der Zitronenarzt ist in seiner Suite und ich mache jetzt mal weiter. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr, was ich hier alles sehe. Die Waffen, alles eigentlich sehr realistisch. Auch die Bar, was eigentlich immer sehr wichtig ist. Natürlich ist die Bar wichtig. Klar, das Wichtigste fast. Und was mir ganz gut gefällt im Moment, oder so, ist die Clownsmaske. Probier die mal zu nehmen. Nee, geht nicht. Rufen Sie den Aufzug. Der Knopf also, rufen wir den Aufzug. Aha, er ist schon wieder hier. Mal schauen, wo er uns hinbringt. In die Hölle! Warten auf John Wick? Sonst wartet man auf die Frauen. Keine sexistischen Anspielungen hier. Nur Realität. Jetzt kriegst du wieder eine Zensur. Ach so, dann. Also, ich stehe jetzt in der Garage. Mit Waffen. Was haben wir denn hier? Handgranaten, Pistole, Uzi. Oh, da wird auf mich geschossen. Mal die Granate werfen. Eine Granate. Gehen Sie aus dem Weg. Ich würde es zwar nicht empfehlen, Mr. Wick, aber Sie können den Ring auch mit den Zähnen rausziehen. Schießt direkt alle Granaten erstmal raus. Hauptsache die Granaten. Ich mich entschuldigen, Mr. Wick. Ja, irgendwie muss man was probieren, wenn die Waffe nicht nehmen kann. War wohl nichts. Ja. Verteidigen Sie sich, Sie kommen. Ja, Sie den Koffer da kommen Sie ja schon. Zusätzliche Möglichkeit zur Headbanger freigeschaltet. Sie haben keine Munition mehr, Mr. Wick. Kommen wir in den Kontrollen. Du bist aber schon ziemlich rot, ne? Ja, irgendwie. Wo ist der? Ah, da hinten. Ja, Erfolge sind gut, aber Treffer besser. Na also. Er hatte die Übungsrunde vorhin schon. Ja, die Übungsrunde war er gehabt. Ich habe keinen Vorteil. Nee. Mann, da kommen aber gerade viele. Ah, Mann, treffen sollte man. Ey, ich will hier weg!
So. Was ist das? Rauch? Oh oh. Marco, das geht ja so ein bisschen in Richtung Wave-Shooter. Das heißt, man steht auf dem Schneller und es kommen immer so wellenartig Gegner. Ach so, cool! Ist das so, ist das für dich irgendwie ein Negativpunkt, dass du dich nicht in diesem Spiel frei bewegen kannst, oder tut das dem Spiel keinen Abbruch? Sagen wir es mal so, irgendwie bin ich gerade unter Beschuss, aber es wäre schön, sich auch mal bewegen zu können. Weil hier, ach so du Scheiße, von hinten, Sniper. Ach, schon wieder, von oben. Gegner neutralisiert. Na, endlich. Ja, schon wieder. Was ist das für ein Transporter? Irgendwie... Ach du Scheiße! Zieh mal deine Hose auf! Ja, ich weiß! Das macht sich gut! Das macht sich sehr gut! Ich kann da schwarze Balken drüber kleben. Knien Sie sich hin. Das ist schon ein bisschen stressig, Achtung. Oder? Was? Sie sind ein bisschen stressig, oder? Ja. Das ist kein entspannter Spaziergang. Aber... Soll es auch nicht sein. Wir haben ja schließlich John Wick gekauft und nicht Donald und Daisy in Disneyland. Das ist so. Ihr Tod wird von Schrecken. Sag mal, bist du tot? Ach so, ich bin tot. Ach nee. Jetzt nochmal? Nee, du darfst wieder. Ich darf? Also, ich probier's mal. Ohne Garantie, vielleicht sterbe ich ja auch, aber ich ziehe meine Hose mal ein bisschen höher, weil das ist so ein rutscht die sonst. Ey, das kostet extra. Das kostet extra. Du hast ja noch was zu trinken. Gut, dann gebe ich jetzt auch nochmal alles. Erneut versuchen. Sie sind gestorben. You are die. Also, zuerst mal bücken und Pistole. Das sieht aber hier in reell übler aus als vorhin, was ich gesehen habe auf dem Bildschirm. Also das kommt schon ganz anders rüber. Wo ist das Schrotgewehr? Das ist einer von Ethans Männern. Erledigen Sie ihn. Sie mussten wahrscheinlich freischalten. Das war wahrscheinlich nicht der beste Ratschluss mit der lautlosen Annäherung. Guck mal, zwei Waffen. Verteidigen Sie sich, Sie kommen. Das hast du vorhin nicht gemerkt, ne, dass da zwei Waffen gibt. Du, aber ich habe auch das Gefühl, das ruckelt jetzt hier ein bisschen. War das bei dir vorhin auch so? Weniger. Ach, hey. Das sieht mir nicht mehr ganz so nach 90 Bildern pro Sekunde aus. Liegt es am Spieler dabei? Also, wenn man die Reviews liest, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es am Spiel liegt, weil es doch einige gibt, die das gleiche Problem haben. Aber ich hoffe, dass das hier noch ein bisschen gepatcht wird. Aber es hat ja auch schon eine gewisse Grafik. Das ist schon nicht schlecht. Sag mal, was liegt denn da oben? Ach, eine Dose. Guck mal, Marco, ich bin auch mit ohne Handgranate ausgekommen. Naja, ich hatte am Anfang die Waffe nicht greifen. Ach, guck mal, ich kann, wenn ich beide Waffen habe, kann ich keine Handgranate mehr nehmen. Wie legt man denn eine Waffe ab? Die klebt an mir. Schieß mal auf die Granate. Nee, lieber nicht. Also, komm, weg mit dem hier. Ach, ich habe ein Schutzschild gekriegt. Also. Ach, von oben. Aber das ist noch cool, man sieht den Laser von den Snipers, ne? Also man kriegt so ein bisschen mit, woher sie schießen. Also ich habe keine Munition mehr. Was soll denn das heißen? Ach, herrje. Ja, von unten. Von unten. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt kommt er rauf. So was, siehst du? Ja, ich sehe ihn. Ich knie die ganze Zeit. Ich würde das ja nicht überleben, wenn ich hier... Aber ich hätte wirklich das Tutorial irgendwie besser... Ach, guck mal. Nein!
Die fliegt da an diesen blöden Lüftungsschacht ran. Sie haben einen Erfolg freigeschrieben. Nächstes Mal nicht beim Schießen. Ja, komm, also das war jetzt echt. Da fliegt die Handgranate gegen die Lüftung, oder? Wenigstens bist du gleich weit gekommen wie ich. Ach. Ach. Willst du nochmal? Na gut, ich probier's nochmal. Letztes Mal? Ja, das war mit draufgezogener Hose. Ja, richtig. Wir probieren's nochmal. Nur weil wir hier der Reihe nach sterben, heißt das jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Bis jetzt macht es eigentlich Spaß. Wir sind noch nicht sehr weit gekommen, aber wir geben jetzt nochmal richtig Gas, ne? Oder Marco? Ja, mal schauen, was wir können. Versuch Nummer 2. Lass doch mal die Handgranate Granate sein, ich brauch's jetzt nachher. Auto auf der zweiten Etage. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, Ihre Waffen zu verkaufen. Wir haben Ihre Sammlung um ein Schrotgewehr ergänzt. Nur ach so. Das ist einer von Ethans Männern. Erledigen Sie ihn. Ich möchte mich entschuldigen, Mr. Wick. Das war na, jetzt ist er mal tot. Mal schauen, wie viele das noch kommen. War wohl nichts. Verteidigen Sie sich, Sie kommen. Nutzen Sie den Kofferraum Ihres Wagens als zusätzliche Schutzschild. Schon besser als letztes Mal. Das kommt mir irgendwie vor wie in einem schlechten Polizeifilm. Mach. Ja, ich bin ja dran am Nachladen. Irgendwie fehlt mir hier die Munitionsanzeige. Weißt du, was ich meine? Du ladest besser einmal mehr nach als nicht. Sie werden von Gegnern auf der anderen Seite der Straße beschossen. Na, ich will dir die Scharfschützen. Ach schön. Ach, nee. Was will der denn jetzt? Zu feige zu kämpfen? Maschinengewehr, ey, wo kommt der her? So, sie stürmen raus. Der schießt aus dem Auto nicht auf. So, wie viele sind noch hier? Keiner. Was ist das für ein Auto? Ach so, noch mehr Leute. Wirklich. Ja, das mit dem Nachladen, wie gesagt, Munitionsanzeige wäre nicht schlecht. Keine Munitionsanzeige? Nee, ich sehe nicht. Ja, dann muss halt zählen. Ach so, 1, 2, 3, ducken! Du hast ja noch ein paar Handgranaten, oder? Was? Hast du noch ein paar Handgranaten? Ja. Schieß die Arme gegen die Lüftung. Wie legt man die Waffe weg? Auf dem Trackpad, auf dem runden Trackpad rum, einmal draufdrücken, genau. Schön. Ist der, ich habe jetzt nicht geguckt, weil ist der Lastwagen schon durch? Ey, nicht die Waffe. Ey. Die Waffe ist weg. Waffe ist weg, waffenlos. Ach so, nicht so schlimm. Aber hallo. Mal schauen, was die bringt. Ach so, Scharfschütze. Und da geht er hin. Na, das finde ich mal cool mit dem Visier. Kraft hat sie auch. Greifen Sie mit der unterstützenden Hand hinüber, um den Ring zu ziehen. Und lassen Sie danach die Taste los. Ja, deine noch. Ach, bitte nehmen wir mal wieder eine Granate. Aber
aber die Schussfrequenz von der Waffe, die ist schon ein bisschen niedriger, oder? Das ist so, ja. Extrem niedrige. Waffen funktionieren normalerweise besser, wenn man Munition verwendet. Ach so. Munition braucht's auch noch. Also mit der Waffe musst du schon besser treffen als mit der Pistole. Das ist ja auch ein Laser, oder? Das ist so, ja. Ups. Naja, der Laser funktioniert. Zwischendurch habe ich das Gefühl, der ist wie weg. Oder reicht nicht zum Gegner. Rechts von dir ist dann einer. Ach so. Gut. Na dann. Machen wir nochmal einen Break. Genau. Gut, wir sind nicht sehr weit gekommen, aber ich kann behaupten, wir hatten Spaß. Das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir heute zu zweit abwechslungsweise gespielt haben, aber das Spiel sieht gut aus. Es hat Spaß gemacht. Es hat um die 20 Euro gekostet und bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Bis jetzt sieht das Ganze eigentlich ganz ordentlich aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auf gewissen Grafikkarten dann doch ein bisschen zu Problemen kommen könnte, weil einfach dieses Spiel doch ziemlich viel Performance vom Rechner abverlangt. Ich habe es hier erlebt, gut, da läuft noch die Aufnahmesoftware drauf, aber die sollte eigentlich nicht allzu viel ausmachen. Nee, im Großen und Ganzen Daumen hoch von meiner Seite, bis jetzt auf jeden Fall, soweit wie wir gespielt haben. Und Marco, sollen wir noch einen zweiten Teil machen? Na komm, wir machen mal noch mal einen Teil. Ja, wir machen noch einen zweiten Teil. Dann muss er sich aber Zeit nehmen, oder? Ja, kein Problem. Ich mach das nicht alleine hier. Und ich würde sagen, genau. Super. Schöne Nacht. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, es guckt nicht jeder dieses Video in der Nacht. Also, ja. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen. Tschüss zusammen. Jetzt zieh mich ab. Das Bier ist auf dem Boden gelandet. Was für eine Scheiße. Das kommt halt, wenn er sein Scheißbier auf den Boden stellt, ne? Dann gibt's Pleiten, Pech und Pannen hier drin. Prost. Die ganze Sauerei hier. Mach mal wieder aus, ne? Das wird so nix.